Dreist oder schlau? Tvo-Kandidat verhandelt mit Samu. Kein Promi-Bonus, Marcel Mars Seibert, 40, war der Tvo-Jury nicht bekannt. Bei dem einen oder anderen Zuschauer könnte es aber geklingelt haben, als der Kandidat auf die Bühne kam. Er war Teil der Erfolgsserien Unter uns und alles, was zählt. Geholfen hat ihm seine Karriere als Sabi jedoch nicht, der Herzblutmusiker musste sich ins Zeug legen, um für seine Band einen Gig klarzumachen. Mars hatte sich jahrelang selbst gespielt. Sowohl im Format Unter uns als auch im echten Leben hat der 40-Jährige eine Band. Den großen Durchbruch hat die fünfköpfige Gruppe offenbar noch nicht geschafft. Deshalb erhoffte sich der Frontsänger jetzt Hilfe von Samu Haber, 41. Neben den Fanta 4 Jungs und Mark Forster, 33, wollte ihn auch die Sunrise Avenue-Größe in seinem Team haben. Mars schlug ihm einen Deal vor, er wolle als Konzertopener der finnischen Megastars spielen. Es gibt immer eine Chance auf dieser Welt. Komm zu mir und deine Band hat auch eine neue Chance, antwortete der blonde Strahlemann. Eine Zusage war das zwar nicht, für Mars aber reichte es. Er entschied sich für Team. Was aus dem geplanten Auftritt wird, bleibt abzuwarten. Mars Mama sei so oder so stolz auf ihren Sohn. Auch, wenn sie gleichzeitig größter Fan und größte Kritikerin sei. Sie wird mich auf jeden Fall in die Mangel nehmen, wenn ich es nicht geschafft habe, ahnte der Ex-Sub-Darsteller vorab.